ist die erste Bürgerpflicht, meine Damen und Herren. Und wenn die Regierung ruft, wird die vierte Macht im Staate ganz schnell zur fünften Kolonne des Propagandaministeriums. Wenn man im Zusammenhang mit der Finanzkrise deutsche Medien betrachtet, sich Fernsehnachrichtensendungen anhört, Radionachrichtensendungen oder in die Zeitungen schaut, dann gleichen sich die Schlagzeilen Tag für Tag. Es gibt derzeit den etwas merkwürdigen Eindruck, dass man eigentlich überall absolut das Gleiche erfährt. In der Vergangenheit hatten wir eine Meinungsvielfalt, hatten viele unterschiedliche Nachrichten. Was ist da eigentlich passiert, wenn man weiß, dass die Bundesregierung derzeit Journalisten vorsätzlich darum bittet, in Zusammenhang mit der Finanzkrise und der tatsächlichen Finanzlage in den Kassen der Bundesrepublik Deutschland die Bürger zu belügen, dann sieht das Ganze schon etwas anders aus, wenn wir uns die täglichen Medienberichterstattung anschauen. Man muss dabei wissen, dass es nicht irgendein Mitarbeiter im Bundeskanzleramt war, der das Ganze in die Wege geleitet hat, sondern Bundeskanzlerin Angela Merkel höchstpersönlich hat mit den Journalisten gesprochen, hat eingefordert, dass so nicht mehr über die Wahrheit berichtet wird. Das klingt wie eine Gleichschaltung in der DDR, das klingt nach Zensur, die eingefordert wurde, obwohl wir in Deutschland die Pressefreiheit haben. Die wird hier von der Bundesregierung ganz klar mit Füßen getreten. Die Bundeskanzlerin hat jetzt schon zweimal in, der, in den vergangenen 24 Monaten die leitenden Chefredakteure zu sich ins Bundeskanzleramt gebeten und darum ersucht, die tatsächliche Lage nicht so darzustellen, wie sie ist, sondern zu beschönigen. Warum? Beim ersten Mal hat sie gesagt, wenn wir den Bürgern die Wahrheit sagen, dann gibt es einen Run, einen Ansturm auf die Banken und Sparkassen, dann heben die Bürger ihr Erspartes ab, dann brechen die Banken zusammen, dann gibt es einen völligen Zusammenbruch und ein Chaos, so wie es in Argentinien und in anderen Ländern in der Vergangenheit passiert ist. Darum im Staatsinteresse beschönigt alles schreibt um Himmels Willen nicht die Wahrheit. Daran haben sich die Journalisten gehalten. Eine ganze Zeit glaubten, nun könnten sie wieder in Zusammenhang mit dem Euro-Rettungspaket und dem Rettungsschirm für Griechenland und die vielen Spezialfonds, die aufgelegt wurden, nun könnten sie wieder die wahrheit schreiben was hat die bundesregierung gemacht sie hat wieder alle journalisten also die chefredakteure und die vertreter der großen medienhäuser auch die verlagschefs zusammengetrommelt und darum ersucht um himmelswillen nicht über die wahre lage der Staatskassen zu berichten, sondern zu beschönigen, zu beschwichtigen und die Nachrichten, wenn irgend möglich, möglichst weit unten im Text die brisanten Nachrichten zu veröffentlichen, nicht damit aufzumachen, keine negativen Schlagzeilen zu bringen, so zu tun, als ob alles bald schon wieder bergauf gehe. Das ist vorsätzlicher Betrug an den Bürgern.